Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Total selbstverständlich. Mensch, geht ja gut los. Aber hatte ich jetzt eine Weile nicht gespielt, weil ich ein paar Folgen im Voraus hatte. Aber so wie weiß ich noch, wir waren hier fertig, Kisten, alles sind ja voll. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir mitnehmen. Wir wollen nach Hause. Ich glaube, Motorrad war auch voll, ne? Jo, okay. Gucken wir einmal kurz in Droni rein. Gut, den werfen wir doch schon mal rein. Also ich will auf jeden Fall Geld und Muni mitnehmen und halt, wenn mögliche Sachen zu verkaufen, die haben jetzt aber keine Priorität. Wir stecken erstmal die ganzen Muni ein, die Stühle auf jeden Fall auch. Die sind wichtig, Geld kommt mit, das auch. Messing und so ist immer gut. Schießpulver kommt mit, Gammelfleisch kommt mit und das Eisen. Wasser bräuchten wir eigentlich auch. Solche Sachen haben erstmal Priorität. Den hier ist ja auch noch Muni. Okay, warte. Wir können definitiv nicht alles mitnehmen. Wir müssen Sachen hier lassen. Da führt kein Weg dran vorbei. Dosen, das ist jetzt nicht so wichtig. Eier jetzt auch nicht, das auch nicht. Aber Gammelfleisch ist wichtig. Ja, gut, sowas haben wir alles in Massen. Das ist, wie gesagt, jetzt nicht so wirklich Mods wichtig. Schatzkarten haben wir auch. Die können wir auch erstmal hier lassen. Kohle müsste vielleicht noch mit und Öl. Das haben wir ziemlich häufig verbraucht. Ja, okay. Warte mal, wir müssen mal kurz Droni befragen. Nutzt ja alles nichts. Motorrad haben wir ja auch schon voll. Hau erstmal alles rein, was geht. Geht nicht. Gut. Ich will auf jeden Fall die Muni gleich noch mitnehmen. Das ist wichtig. Das muss sein. Ja. Das kommt, wenn man zu viel rumquestet, ne? So, die kommt noch mit. Aber wir nennen uns ja auch schon wieder der Horde, ne? Die brauchen wir jetzt nicht wirklich. Aber das hier muss mit. Das muss noch mit. Das Gammelfleisch muss noch mit. Honig nehmen wir auch mit. Honig braucht man immer. Hier ist auch noch eine Schatzkarte. Ja, gut, brauchen wir auch nicht wirklich. Aber nehmen wir mal mit. So, dann kriegen wir noch ein paar Kleinigkeiten mit. Die Stühle müssen auf jeden Fall mit. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns die 6er-Sachen raus zum Mitnehmen. Zumindest die. Da ist auch noch ein 6er. Kriegen wir noch irgendwas in Droni rein? Wäre schon sehr, sehr schön. Okay. Muni war mal wieder mehr als gedacht. Gut. Kriegen wir noch irgendwelche 6er-Sachen eingesteckt? Hier ist noch 6er, da ist noch 6er, da und da, der noch. Gut. Da sind auch noch 6er. Der Rest ist, wie gesagt, nicht so wichtig. Hier haben wir auch alles an 6er. Ein paar Plätze haben wir noch frei. Okay, dann würde ich sagen, hier sind jetzt keine. Schnappen wir uns noch ein paar 5er. Die bringen ja auch ein bisschen Geld. Zack und zack. Hier sind noch 5er. 2 Sachen gehen noch. Mehr 5er haben wir nicht. Gut. Dann nehmen wir mal 2 4er. Und dann passt das. Sehr schön. Hier sind wir aber wirklich rappelvoll. Motorrad voll. Droni voll. Wir voll. Wir fahren nach Hause. So viel Zeug muss sein. Wir sind hier nämlich definitiv erstmal fertig. Joho, da haben wir auch schon Force, ne? Also müsste jetzt nach der Nacht auch nicht sein. Einmal googeln. Hier ist Home. Den wollen wir mal markieren hier. Das wäre, welche Richtung eigentlich? Schlafsack müssen wir zu Hause wieder hinlegen. Den haben wir hier noch liegen. Wieso zeigt er mir das nicht an? Aber Home wird da, ne? Nee. Da. Okay, kriegen wir hin. Dann fahren wir los und wir sehen uns zu Hause wieder. Sehen wir das schon. Sehr schön. Gerade passend. Die Nacht fängt gleich an. Sehr schön. Die Narren hier, den erstmal wegräumen. Das muss sein. Und den müssen wir eigentlich mal einen Bestandscheck machen. Das ist ja jetzt schon so lange her, zumindest für mich. Ich habe keine Ahnung, wie, in welchem Zustand unsere Hordenbase überhaupt ist. Die müssen wir wirklich einmal prüfen. Das wäre sonst nicht so gut, aber erstmal müssen wir wegräumen. Wir sind komplett voll. Das geht so alles nicht. Erstmal, wie viele Reparaturkits haben wir? Erstmal alles, was kaputt ist, einmal kurz reparieren. Nee, abschließen. So. Das kommt hier erstmal in die Verkaufskiste. Jo, mach.
geht nicht anders. Die sind ja alle heile. Dort ist heil. Das ist sowieso unser. Das kommt definitiv nicht in die Verkaufskiste. Die hier aber noch. Der noch. Der auf jeden Fall. Der nochmal. Und der natürlich auch so. Dann kriegen wir auch schon mal ein bisschen mehr mit. Erstmal hier rein. Der. Die Muni natürlich nicht. Der kommt auch rein. Ich bringe erstmal die Muni nach unten, auch wenn wir gleich sowieso Muni brauchen werden, um die Hordenbase aufzufüllen. Aber eins hat dem anderen, sonst komme ich durcheinander, wenn ich jetzt die Muni im Inventar behalte. Ne, passt schon, der muss noch rein. Kommt da noch was? Nein. So, das war das jetzt bei uns aus dem Inventar, ne? Haben wir hier noch was drin? Ja, den noch. Das kann noch im Verkauf. Geld geht gleich nach unten. Jo, hier ist sonst nichts drin. Haben wir in Drohne noch was? Der noch und der noch. Aber ansonsten... Mäh. Sehr schön. Einmal reparieren. Die anderen sind heile. Sehr schön. So. Dann sind wir das auf jeden Fall los. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Kann das sein? Klingt so ein bisschen danach. So, dann nehmen wir mit, was geht. Muss mal kurz nachgucken. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Donnet? Klang gerade danach. Klang wirklich danach. Alles klar, gut. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal wegräumen. So, haben wir essenmäßig irgendwas einstecken? Ja, ein paar Erbsen und so. Gut. Ohren hier. Das ist ja so unglaublich viel, was wir haben. So, den haben wir noch ein bisschen vor. Das muss natürlich auch rennen. Und dort ist Hühnersuppe. Hühnersuppe. Die kommt natürlich auch bei Hühnersuppe rein. Noch ein bisschen Wasser, ein bisschen Bier. Jau. Und ein bisschen Wasser. Bierchen kommt natürlich auch bei Bierchen rein. Wunderbar. Gammelfleisch auf jeden Fall und Tierfett. Das muss ja hier auch rein. Tierfett. So, Gammelfleisch natürlich bei Gammelfleisch. Nee, ich komme schon mit meinen eigenen Kissen durcheinander. So, trübes Wasser muss hier noch rennen. Und bevor ich jetzt unnötig runterrenne, haben wir noch irgendwas im Inventar, was hier rein muss? Nein, aber bestimmt in Droni, oder? Ja, hier ist ein bisschen Gammelfleisch, das kann drin bleiben. Ja, hier ist auch noch ein bisschen Gammelfleisch, siehst du mal. Da ist auch noch Wasser. Sehr schön. Gammelfleisch haben wir zumindest wieder ein bisschen. Also so gesehen hat sich das Zerstörte schon gelohnt. Wasser kommt davor noch mit drin. Sehr schön. Wasser haben wir auch wieder ein bisschen. Gut, dann bringen wir jetzt erstmal die Muni weg, würde ich sagen. Die nimmt nämlich am meisten Platz ein. Erstmal 9mm ist full. Hier ist fast full. Hau rein. Haben wir auch noch einen Droni drin. Jojo, allgemein, Muni raus, erstmal 7,62er weg, da haben wir jetzt so viel von. Auch full. So, ein Stack nehmen wir uns wieder raus, das Moiner, dann haben wir noch ein bisschen 7,44er. 7,62er hatten wir ja gerade, okay. Ein bisschen Schrott haben wir natürlich auch noch, war full, ne? Jo, auch full hier eben. Hier passt noch drin. Oh, nehmen wir auch ein Stack wieder raus. So, Moment, wir haben immer noch Muni und Droni, ne? Ja. Alles raus, was geht. So, den Rest kannst du aber auch rausholen. Sehr schön. Ein bisschen 9mm. Hau rein. Okay, da haben wir auf jeden Fall genug für die Horde. So ist es nicht. 27,60er. Haben wir nichts mehr. Wir haben nur noch Schraut und Stegen. Okay. Dann hau rein. Sehr schön. Das geht alles. Na, nicht alles runter, aber der größte Teil. So, wir haben alles aus Droni, ne? Ja, bis auf das. Das konnte gerne drin bleiben. Der Rest muss raus. Wo gerade sorgen. So, Schießpulver. Hau rein. Dann haben wir ein paar Patronenhülsen, die können hier rein. Wunderbar. Geschossspitzen haben wir auch. Sehr schön.
Ein bisschen grauen Schrot haben wir noch einstecken. Warum auch immer. Ich war der Meinung, ich hatte alles zerlegt. Aber gut. Geld geht gleich nach oben. Öl geht hier noch rein. Da. So, Kohle geht runter, Messing geht runter, Honig geht runter, Vitamine gehen runter, aber die und Klebeband kommt hier noch rein. Die gehen auf jeden Fall hier rein. Klebeband geht hier rein. Ein Träumchen, der Rest geht alles runter. Nee. Die wertvollen Bürostühle, die kommen hier natürlich rein. Sehr schön. Droni war nichts mehr drin. Dann einmal die Abteilung hier. Kohle natürlich rein. Genau. Eisen geht ganz runter, genau wie Messing. Hier, das braucht mal hin. Die guten Vitamine, die gehen natürlich hier hin. Und ich brauche auch keine 10 Stück. 5 reichen. Auren. Und die Biodika, das Gläuche. 5 Stück können hier rein. Sortieren wir ordentlich, mein Freund. Und Honig geht natürlich drin. Und Schmerztablets, da haben wir natürlich auch viel zu viele. Erstmal die drin, hier von auch nochmal 5 rein. Zack. Geld geht gleich nach ganz oben. Dann haben wir es ja schon fast. Gleich nur noch schnell den Rest aus dem Motorrad. Eisen geht hier rein. Bläu geht hier rein. Alles schön, alles gut. Messing geht hier rein. Gut, gut. Dann holen wir mal eben schnell den Rest aus dem Motorrad. Was haben wir eigentlich? Ein Punkt haben wir, gut. Und Gamestage haben wir über 492. Siehste mal. Läuft doch sehr gut. So, alles ein Träumchen hier. So, Geld kommt hier hin. Alles klar. Sehr schön. Ja, sonst sind wir auch richtig dabei. Dann machen wir gleich einen Bestandscheck bei der Hordenbase. Muss sein. Ja gut. Das sind ja nur noch Kleinigkeiten, ne? Motorrad ist auch leer. Ein Träumchen. Ist das Auto eigentlich leer? Das brauchen wir bei der Horde. Warte mal. Mö. Warum auch immer ein schäbiger Einserbohrer da drin ist. Aber gut. Reparieren. Hier, können wir hier mal schnell mit reinpacken. Hier. Hau rein. Sehr schön. Und der Rest muss alles runter, ne? Nee, der geht noch hier rein. Aber ansonsten, ja. Gut. Dem passt das ja. Sehr, sehr schön. Da. Mach die Schorden, die ich dort zieht. Das muss doch nicht sein. So, haben wir noch Essen, was hier rein muss. Nur die leeren Gläser, ne? Nur die leeren Gläser. Die kommen hier rein. Bitte sehr. Den einmal runter. Und hier haben wir natürlich noch ein bisschen Kleber und Knochen. Kambol ist hier drin. So, ein bisschen Plastik. Dorn. Ein bisschen Leder. Stoff, warte mal. Stoff kommt auch da drin. Stoff. So, ein bisschen Mechanical Ports. Messing geht gleich wieder runter. Nee, Trott geht an runter. Schießpulver geht unten runter, oder? Nee, Schießpulver geht hier drin. So, um den Draht geht runter, Verbandskästen geht runter, Jojo, Gips geht auch runter, alles klar. Dann haben wir es doch, ging noch sogar schneller als gedacht. Und hier hatten wir, glaube ich, das Licht geklaut, ne? Okay. So, Nitrat kommt auf jeden Fall hier rein. Gips kommt hier rein. Und erste Hilfe, Verbände nicht, aber die Verbandskästen kommen auch hier rein. Und lässt sie noch einmal runter. Ging doch. Was ist das für eine Ordnung hier? Sehr schön. So. Den werden wir uns jetzt einmal kurz vollballern mit 9mm Muni. Weil die müssen wir so oder so auffüllen. Nehmen wir erstmal die Paketchen mit, die werden aber nicht reichen. Warte mal, bevor ich mich jetzt vollballer, haben wir noch was in den Werkbänken? Haben wir noch was hergestellt? Das Stein? Stein? Hier ist noch Stein. Okay, wir haben nichts hergestellt. Alles ist klar. Dann nehmen wir so noch ein bisschen 9mm mit. Wir ballern uns voll. Komplett voll jetzt.
Sehr schön, dankeschön. Ab zu Base, so viel Zeug muss sein. Rübergucken. Ich habe keine Ahnung, es kann sein, dass wir noch irgendwas drüber reden müssen oder so. Das werden wir aber sehen, wenn wir da sind. Ich weiß es echt nicht mehr. So. Einmal hier rum. Einmal zumachen. So viel Zeug muss sein. Dankeschön. Und den machen wir mal Lugi-Lugi. Ja, wir müssen heute nämlich eigentlich, wenn ich mich jetzt nicht zu sehr verrechnet habe, am heutigen Tag sein. Ich glaube, da sind wir aber auch. So. Wir checken erstmal die einzelnen Türme durch. Ob da überall Muni steckt. So viel Zeit muss auch sein. Hüppala! So. Gib mir her hier. Der ist full, das ist schon mal schön. Der ist auch full, aber die haben vermutlich mal wieder nicht geschossen. Ja, mal ein bisschen nachtanken. Einschalten sollst du jetzt nicht, mein Freund. Definitiv nicht. So, gib her. Und ab zum nächsten. Wir gehen jetzt der Reihe nach durch. Da haben wir noch einen. Was liegt denn da? Ein Beutel? Tatsächlich. Gut, ja, ist gerade schlecht. Wir kommen gleich wieder. Bitte verschwinde nicht. Ich wusste nicht, dass da noch einer liegt. Hier, der hat doch bestimmt geschossen, oder? Naja, ein bisschen. Ein klitzekleines bisschen. Da fehlt auch ein bisschen mehr. So, warte mal. Hatten wir nicht noch einen angebrochenen? Nee, ne? Nö. Okay. Auf jeden Fall ist es Bären. Hier noch einmal nachtunken. Ich hoffe, der Beutel liegt da lang genug. Konnte ich doch nicht ahnen, Mensch. Ich wusste doch nicht, dass da noch was liegt. Das muss ich nach der letzten Horde übersehen haben. Tut so weit Not? Ah, guck mal, hier werden wir schon mehr los. Rin, rin, derin. Sehr schön, natürlich wieder Sperren. Hier nochmal. Oh ja. Wunderbar. Den auch nochmal nachtanken. Ein Träumchen. Und dann können wir den ja jetzt einsammeln. Jetzt passt es. Dankeschön. Wir sind aber noch nicht fertig. Hier sind natürlich auch noch Türme. Wir müssen oben drauf noch gucken. Und dann muss ich überhaupt gucken, ob die Base selber komplett in Ordnung ist. Hm? Okay, der hat komplett gebollert. Hauren. Hier auch nochmal. Der ist auch komplett leer. Und mal ein bisschen nachtunken. Ein Träumchen. Lass mich hoch. Den schicken wir hier nochmal ab. Da ist die Nacht schon wieder fast rum. Hier, deren. Der kommt noch mit drin. Da auch nochmal. Hier muss auch nochmal komplett drin. Sehr schön. Hier auch nochmal nachtrunken. Das muss ja leider alles sein. So, dann fehlt das Türmchen dann noch, aber ich glaube, da ist nichts. Weil die hier vorne schießen sehr, sehr selten. Hier fällt sich fast nie ein Zombie hin. So, dachte ich mir, voll? Voll. Aber nachtanken können wir trotzdem einmal. Sehr schön. Dann fehlt natürlich noch das Türmchen in der Mitte. Leer. Gut. Der kommt natürlich auch wieder full. So, jetzt muss ich mal einmal kurz hier, du nützt alles nix, ein bisschen auspacken. Sehr schön. Hau rin. Sperren. Dich hatten wir auch gesperrt, ne? Ejo. Zack, zock. Und hier, die sind schon mal wieder full.
Du kriegst auch ein bisschen nachgetankt. Sehr schön. So, die Türme hätten wir durch. Soll ich auch noch einen Bulli? So, was habe ich denn hier gemacht nach der letzten Horde? Müll, Müll. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Da auch noch ein Beutel? Oh, da hinten. Ja gut, da komme ich jetzt nicht ran. Da keine lustige Spikes zu hauen. Nee, 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 nee. Gut, hier füllen ein paar Fackeln. Hier füllen eine Klingfalle, wenn ich es richtig sehe. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ich glaube, die haben wir doch noch hier, oder? Jo, jo, da kümmern wir uns gleich drum. Erstmal Muni hier oben auffüllen. So, das schöne Türmchen ist Olli. Wer hätte es gedacht? Gut, dann hätten wir hier noch ein Türmchen. Ist nicht Olli. Der da, auch nicht Olli. Hier war auch noch einer. Der ist Olli. Ich hoffe, wir haben genug Muni mit. So langsam kriege ich doch meine Zweifel. So, hau rin, hau rin, hau rin. Sehr schön. Hier nochmal. Auch alle. Ah, wir hatten ein paar Geier. Ist jetzt nicht so der Weltuntergang hier, aber ein bisschen auffüllen müssen wir ja trotzdem. Den hatten wir gespürt. So, hier fehlt nur minimal. Horren. Der da. Ah, füllt auch nur minimal. Hau rein. So viel haben die hier oben gar nicht geschossen, diesen. Gut, den hier nochmal. Der ist komplett olle. Bip, bip, bip. Sehr schön. Hier nochmal. Da fehlt nur einer. Das ist gut. Pack die doch mal hier aufeinander. Man kommt doch durcheinander, Mensch. So, Sperren. Die horten wir und den hatten wir auch, da hatten wir angefangen, ne? Jojo. Gut, dann haben wir zumindest alle Waffen aufgefüllt. Das ist doch schön. Haben wir auch fast alles verbraucht. Da wir gerade Eisenohrensticken haben. Boah, den machen wir eh gleich. Sehr schön. Moment mal zu, da müssen wir nicht wieder rauf. Den brauchen wir jetzt einmal kurz. Den brauchen wir gleich. Wir brauchen ein bisschen Beton, wir brauchen ein bisschen Dorfhorn, so. Wir brauchen ein bisschen Stahl, wir brauchen die gleich. Genau, wir machen hier einmal einen Reparaturcheck. Hier ist bestimmt nicht alles in Ordnung, das glaube ich nicht. Nö, nö, siehst du, siehst du? Was ist denn hier passiert, Mensch? Was haben die denn hier rumgebombt? Alles angedetscht hier. Muss das sein? Der ist komplett demoliert? Okay. Naja, geht aber, geht aber. Haben wir noch Fackeln hier? Jo, die brauchen wir mir auch gleich. Na gut, Fenster habe ich jetzt nicht mit. Die checken wir noch einmal hier ab. Weil ich glaube, hier ist auch soweit alles in Ordnung. Hier dürfte eigentlich nichts kaputt sein. Außer vielleicht ein paar Blöcke. Ich vermute mal, das waren die platzenden Polizisten. Die muss uns meines Wissens nach nicht hochgegangen. Das wäre mir neu. So, bevor wir jetzt den neuen hinbauen, hier einmal die Dinger abschicken. Damit finde ich wieder hier einen nicht funktionierenden haben während der Base. Das kennen wir ja schon, ne? Ja, okay. So, die muss noch einmal. Also alles hier, Kollateralschäden, das ist ja... Geht doch alles. Ich glaube, uns sind hier nur ein paar Polizisten geplatzt. Da haut alles hin. So, der muss natürlich. Sehr schön. Ja, okay. Wie viele Polizisten sind uns hier hochgegangen? Bei den Schäden würde ich sagen, 5-6 Stück. Ich weiß es aber nicht, ist ja schon eine Weile her, du. Echt schon eine ganze Weile her. Aber gut, die Wände sind jetzt nicht... Ich glaube, es ist auch eher hier vorne geplatzt, ne? Nicht zu schwer beschädigt, da kommen sie nicht durch.
Das bezweifle ich. Und selbst wenn sie durchbrechen sollen, hier hinter ist ja auch noch eine Wand. Ist ja alles doppelt und dreifach abgesichert hier. Ah, gut, hier, aber das sollte man schon. Boah, hoffentlich reicht der Style. Gut, oben sind jetzt nicht so doll. Hier ist ein kleiner Detscher, ja. Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, okay, das muss. Ganz dringend. Doch, sind nur Kleinigkeiten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier so ein kleiner Detscher. Gut, den klatschen wir hier jetzt erstmal. Das ist ja nur einer, wenn ich es richtig sehe. Naja, mehr passen hier auch gar nicht. Gut, 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 gut. Einmal anklemmen, das gute Stück. Ansonsten ist hier denn wieder alles vollkommen einsatzbereit. Das ist doch schön. Das freut einen doch. Jo, das Einzige, was hier jetzt noch fehlt und die Hordenbesen so einsatzbereit sind, die letzten paar Faggeln. Die fehlen auf beiden Seiten. Das waren garantiert wieder rumrodernde Polizisten. Garantiert. Ah, gut, hängt nicht ganz gerade, aber das ist auch wurscht. Ist ja nur für ein bisschen Zusatzlicht. Den trinkt man ein Schlückchen, mein Freund. Den trinkt man. Dann ist die Base wieder ready. Der bleibt hier. Oh, hier, das bleibt hier, das bleibt hier, der Stall bleibt hier, der bleibt hier. Dort ist hier Emona, der kann nach unten, die bleiben noch hier, die Fackeln bleiben hier. Der Rest kommt wieder mit rüber. Jo. Gut. Gut, 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 gut. Allerdings haben wir noch etwas Zeit bis zur Horde. Meine Nacht ist jetzt fast rum, die Horde ist aber erst heute Abend. Spikes haben wir, glaube ich, gar nicht mehr, aber die brauchen wir auch nicht unbedingt. Die sind nicht wichtig. War ja nur dafür da, um sie ein bisschen aus dem Graben rauszuhalten. Aber die laufen ja sowieso so gut wie nie rein. Es sind ein paar Zombies hier runterfallen und wenn, dann kommen sie hier vorne wieder hoch. Also daher. Post alles. Sehr schön. Gut, 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 gut. Den lassen wir rein hier. Rest wieder wegräumen. Dort sind ja hier nur noch Kleinigkeiten. Und dann feiern wir auch die schöne, gute Horde. Irgendwas, was hier rein muss? Oh, Geld, ne? Ja. Das gute Geld. So, dann werden wir auf jeden Fall, sobald der Händler aufmacht, den ganzen Kram nochmal verkaufen. Gibt auch nochmal ein bisschen Kleingeld. Aber das dauert ja noch ein bisschen, bis er aufmacht. Muni kommt hier vorne rein, Essen, leere Gläser kommt hier hin. Jo, ist auch mal Ebsen und auch mal vorne. Jo. Horrin, was ist denn das für eine Ordnung hier? Ebsen, Ebsen, da sind die Ebsen. Sehr schön. Messi kommt runter, Muni kommt an runter. Okay. Passt doch alles. Schraut und 9 mm. So, Schraut kommt natürlich hierhin. Gut, den haben wir alles weggeräumt. Und das ist doch schön. Haben wir noch den ganzen Tag Zeit, ne? Das passt doch alles. Ich wollte ganz runter, ne? Okay. Ne, 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 so geht er nicht. Eisen ein bisschen. Horn. Und ein bisschen Messing. Horn. Wunderbar. Gut, gut. Ich weiß nicht, wo wir denn einen Skillpunkt reinballern sollen. Ich glaube, wir wollten hier einfach der Reihe nach alles durchskillen, ne? Damit wir wirklich alles haben. Angefangen hatten wir, glaube ich, hier, ne? Oder? Wir fangen einfach hier an. Ich weiß es nicht mehr. Brauchen wir zwar nicht Speer, aber Hauerin, was soll der Geiz? Und der Post ist, Game Switch ist immer noch bei 200, 492. Ich wette, nach der Horde sind wir definitiv auf 500. Okay. Dann sind wir für heute erstmal am Ende. Machen wir natürlich weiter. Mal sehen, was wir den Tag über noch machen. Den Tunnel werde ich, habe ich mich leider schweren Herzens zu entschlossen, nicht weitermachen. Weil das ist eine Lebensaufgabe. Den Tunnel habe ich gewaltig überschätzt. Der ist doch größer und länger, als so eigentlich gedacht war.
Da sind wir sonst in 200 Folgen noch nicht fertig. Und wer will denn so lange Gesbohrer und Holzblöcke hingesetzt sehen? Also ich nicht. Ihr bestimmt auch nicht. Also, nee. Den Tunnel war nett gemeint, aber den lassen wir. Und hier bei uns haben wir alles fertig. Klar, wir könnten die Zacken dann noch verstärken und das kommt das Gleiche raus. Wir haben ansonsten alles gebaut, was wir bauen wollten. Ist ja eine Menge. Mal gucken. Und wenn wir noch ein, zwei Quests dazwischen schieben, vielleicht auch nicht, weil ich will den Kram ja auch noch verkaufen. Wir werden sehen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüssi.